Ich wünsche euch einen wunderschönen guten Morgen. Ich melde mich hier aus der Fosslogie 6 in diesem wunderschönen Pink. Es ist ganz früh am Morgen, 3:30 im Sommer. Die Sonne geht schon auf. Die Sterne sind aber noch zu sehen. Der Mond ist aktuell nicht zu sehen. Und wir sind hier gerade auf der Taranta-Rampe und fahren ein wenig mit unserer Fosslogie 6 durch die Gegend. Ich würde sagen, machen wir uns erstmal Licht an, damit wir ein bisschen auch was sehen. Okay, wir sollen erstmal ein bisschen fahren. Machen wir gleich. Ich hätte gerne noch ein bisschen mehr Licht. Taste I. Genau, so. Ich muss einmal dafür aufstehen, glaube ich. Da mit der Taschenlampe ran. Also, Instrumentenbeleuchtung ist ganz hoch. Deckenspot Dimmer machen wir auch hoch. Scheibenwischer brauchen wir nicht. Das passt alles soweit. PZB-Einrichtung. Fernlicht können wir uns anmachen. Spitzenbeleuchtung. Ja, lassen wir bei automatisch. Hey, wer hat das Licht ausgemacht? Hallo? Ernsthaft? Was ist denn hier unser Schalter für die Führerstandsbeleuchtung? Zusatzbremse, Sandstreuer, Makro, Zusatzbremse. Na? Hier vielleicht. Nee. Okay, ich setze mich noch mal ganz kurz hin. So, und jetzt Taste L gedrückt. Führerstandsbeleuchtung. Für 45 Sekunden. Nee, ich möchte die durchgehend anhaben. Das kann doch nicht angehen. So, PZB-Modus. Weiß ich gar nicht. Bleiben wir im unteren. SIFA machen wir uns an. PZB an. Zack, zack. Was ist das? Automatisch sanden? Nee. Treppenbeleuchtung bitte an. Führerstands- und Treppenbeleuchtung. An. So, jetzt geht's. Master-Slave-Betrieb brauchen wir nicht. Gangschaltung, Ferngang, das passt soweit. Federspeicherbremse ist gelöst. Batterieschalter ist auch drin. Motor läuft. Jawohl, unser Display, da sieht auch alles ganz gut aus. Dann würde ich sagen, können wir auch eigentlich mehr oder weniger fahren. Vorwärtsfahrt ausgewählt. Gibt es hier irgendwas, was wir sehen müssen? Nee, ne? Ja gut, die Lokbremse. Voll lösen. Zugbremse lösen. Und das Fernlicht hätte ich gerne an. Hat nicht geklappt. So, jetzt. Ja, jetzt können wir ein bisschen mehr sehen. So, wir fahren. Da wir jetzt, glaube ich, gerade noch eine Rangierfahrt sind, fahre ich jetzt mal nicht schneller als 25. Und sollen dann in 700 Metern anhalten. Ich hoffe, die Weichen liegen richtig. Das habe ich nämlich jetzt nicht kontrolliert. Ein bisschen Leistung mit dazu. Fenster können wir aufmachen. Das ist schön warm bereits am frühen Morgen. Schön frisch. Nein, nicht die Lokbremse. Oh Gott. Der Rangierprofi am Start. Wir sollten gar nicht hier hin, ne? Wir sollten.
Wo sollen wir hin? Ach, da sind wir so. Und wir sollen da vorne hin. Also müssten wir theoretisch. Gut, wir müssen eigentlich umsetzen nach hinten bis zu dieser Weiche und dann die Weiche umstellen. Okay. Okay, guck mal zurück. Du bitte auf aus und jetzt rückwärts. Ich hätte gerne sowohl vorne als auch hinten das Spitzenlicht. Gucken wir gleich, dass wir uns das einstellen. In jedem Falle können wir schon mal anfangen zu bremsen. Ja, sicher. Hinten zwei weiße Lichter. Ich hätte gerne auf beiden Seiten weiße Lichter. Also müsste das ja theoretisch da rangieren. So, jetzt haben wir es. Genau, jetzt haben wir weiße Lichter auf beiden Seiten. Können wir jetzt trotzdem die Fernlichter anschalten? Naja. So, dann stellen wir jetzt einmal hier die Weiche um. Und zwar einmal zack, so. Okay, das hat zum Glück geklappt. Genau, wir fahren jetzt hier rechts. Die Weiche steht jetzt auch richtig. Und die Weiche steht jetzt auch richtig. Hier sollen wir hin. Mal schauen, ob das alles so funktioniert hat. Den stellen wir einmal mit drauf aus. Und Fahrtrichtungsverändern Vorwärtsstellung. Gucken wir kurz auf die Karte. Jo. Wir sind jetzt richtig gefahren. Ich habe letztens in den Foren hin und her gelesen und da hat tatsächlich Mike Goltz selbst geschrieben, also Mike Goltz, der Entwickler dieser Lok, ne, von TSG, Trains of Germany, hat geschrieben, im Grunde genommen ist es recht sinnfrei, sich beim Rangieren von der PZB zu befreien. Man sollte es einfach nicht machen. Ganz grob zusammengefasst, er hat das ein bisschen besser erklärt als ich. Ja, das Repaint gibt es übrigens auch im Railsim-Forum, kann man sich runterladen. Allerdings nicht auf der Konsole. Weil die Foslo G6 nicht im Creators Club zur Verfügung steht. Die Repaints dessen hat wohl irgendwelche lizenzrechtlichen Bedingungen. Ach, jetzt kann ich nicht mehr zoomen. Jetzt kann ich nicht mehr zoomen. Warum? Ach, jetzt geht's wieder. Komisch. Komisch, das hatte ich aber schon mal. So, da vorne sollen wir anhalten. Gut, das rote Signal ist noch meilenweit entfernt. Wir fangen an zu bremsen.
50 Meter entfernt, ein bisschen mehr Bremse. Okay. An Formation ankuppeln. Neuen Wagen. An welche Formation? An diese Formation. Also stellen wir die Weiche einmal um. Und die Weiche bitte auch. Dann können wir uns langsam an unsere Wagen herantasten. So, dann, der muss wieder auf aus. So. Nee. So. Rückwärtsfahrt ausgewählt. Entschuldigung. Können wir die Tür aufmachen? Ja. Sehr gut. Herrlich. Die Lok ist einfach so gut. Das ist der Wahnsinn. Auch, dass sich hier die Anzeigen hier rechts in diesem Display verändern. Achtet mal drauf. Jetzt fange ich nämlich an zu bremsen. Bisschen zu viel gebremst vielleicht. Wir haben noch 30 Meter. Wie schnell sind wir? Ah, mein 2 km/h, das passt. Rollen hier ganz langsam ran. Noch 9, 8, 7, 6 und reinbremsen. Okay. Wir müssen noch mal ein bisschen Leistung aufschalten. So. Gott, oh groß. Okay, dann würde ich mal sagen, Bremse ist angezogen, dann Schutzhelm anziehen und einmal bitte kuppeln. Sehr gut. Machen wir ein kleines Foto hier. Diese Geräusche, wow. Ist halt so dunkel für ein Foto, ne? Ja, mal gucken. Machen wir es gleich. Erstmal einmal wieder hier hoch. Na? Okay, so, dann einmal, ne, ich möchte jetzt hier einmal die Lichteinstellung noch ändern. Und zwar auf automatisch. Damit wir jetzt keine Lichter mehr hier hinten dann haben. Genau, die sind jetzt so aus. Sehr gut. So, was sollen wir jetzt machen? Mal über die Weiche fahren, dann über die Weiche fahren, das passt soweit. Mhm. Das Signal ist grün, das Signal ist grün, das Signal ist rot. Und dann sollen wir hier anhalten.
Okay. Dann einmal bitte in. Na? Einmal bitte in Nullstellung. Vorwärtsfahrt auswählen. Und auf geht's. Wir sind natürlich nicht kontrolliert, ob die ganzen Handbremsen gelöst sind, etc. Mal eine kleine Rollprobe, also einmal Leistung weg. Okay, wir rollen, ohne langsamer zu werden. Ja, okay, dann sind keine Handbremsen angezogen. Jetzt ordentlich zu schuften. Leistung runter. Fünfundzwanzig sind erreicht. Jetzt reichen uns vermutlich 50%, um die Geschwindigkeit zu halten. Hoffentlich. Max erreicht und es geht bergab. Also ordentlich gegenhalten. Oh, wir sind zu schnell. Geht jetzt mit 2% bergab. Wir drücken gerade mit 70% gegen den Zug und jetzt mit 100%. Nehmen die Zugbremse mit dazu. So, jetzt da vorne müssen wir anhalten. Ja, jetzt geht es mit 1,1% bergauf. Richtig unsere Lok. Okay, das ist noch nicht das Ende vom Szenario.
haben wir da? 146, glaube ich. Oder? Ne, eine 100. Ich kann es nicht ganz erkennen. Ah, eine 185 von MACI. So, wir rollen bis dahin. So, wir haben einen recht schweren Zug am Haken, also schon mal jetzt ein bisschen bremsen. Das ist ja so bei den Motoren hier, bei dem Foslo G6, das ist so, je langsamer man wird, umso stärker wird die Bremswirkung. Das ist ja das durchaus sehr, sehr Interessante hier an der ganzen Sache. Von daher sollte man das immer bei Bremsvorgängen im Hinterkopf behalten. Und wir helfen mit der Zugbremse nach. 500 Hertz Magnet ist an. Okay. Na, ich würde sagen, lass mich die Bremse aufhalten. Und dich können wir dafür wieder auf 0 setzen. Okay, abkuppeln. Dann. Ne, nicht den Geschwindigkeitsregler. Aus. So. Stimme auf. Dann einmal runter. Den Kollegen grüßen. Na, 143. Und einmal abkuppeln. Gefährlich. In Freiberg sind wir gerade. Haben wir doch gemacht, Fahrzeug abkuppeln. Ja, danke. Okay, und wir sollen da vorne anhalten. Wir haben ein Ersatzsignal. Heißt also, wir dürfen das überfahren. Mit PZB Befehl 40. Vorwärtsfahrt ist weiterhin ausgewählt, Vmax 25. So, das müsste eigentlich funktionieren, dass wir dann hier gleich mit Befehl 40 drüber fahren können. Dann müsste auch hier dieser Leuchtmelder dann gleich aufleuchten. Und zwar drücken wir mal jetzt Befehl 40. Okay. Warum die Zwangsbremsung? Habe ich jetzt nicht ganz verstanden. War ich schneller als 25? Okay, und wir sollen da vorne anhalten. Da tuckern wir vor uns her. Bremsen schon mal leicht. Huch. Bremsen schon mal leicht. Und gehen jetzt in die Bremse rein. Na, das hat noch nicht gereicht.
haben noch 18 Meter vor uns. So. An einem Ort anhalten. Gleis 5508, und zwar auf der Seite. Dann einmal hier auf aus, bitte. Fahrt Richtung seiner Rückwärtsstellung. Unsere Signallichter müssen wir noch ändern auf rangieren. Genau. Ah, wir rollen. Da. Das wollte ich noch nicht. Wollte nämlich erstmal noch gucken, wo wir genau hin müssen. Und das Signal ist auf grün gestellt. So. Also einmal hier lang. Da lang und dann da anhalten. Okay, wir müssen keine Weiche stellen. Dann passt das soweit. Und dann rollen wir jetzt einfach mal auf unseren Halt zu. Und ich glaube, das müsste dann auch schon das Ende von dieser Fahrt sein. Ach, die Geräuschkulisse. Okay, wir haben es nicht mehr weit. Sollten noch langsam mal ein bisschen bremsen. Jawohl. Das passt ganz gut. Mhm, wir sind jetzt schon bei 10 km/h. Bremsen ziehen stärker von alleine an und wir halten schon fast perfekt an. Ja, komm schon, komm schon, komm schon. Okay, noch ein bisschen Bremsen anziehen. Jo, sehr gut. Also was jetzt? An einem Ort anhalten, wie angezeigt. Wo? Da. Wo sind wir? Was fährt denn hier los? Vorderer Strohbahn, immer interessant. Ach, sind das die Wagen, die wir gerade hierher gebracht haben? Kann das sein? Kann das sein? Ah, es könnten auch irgendwie ein paar von diesen Wagen hier sein. Oder? Wo ist er denn hin, der Kollege? Ich sehe den gar nicht mehr. Ah, doch, hier. Der steht da vor einem roten Signal, ne? Ach, der wartet. Der hat nämlich erst Ausfahrt, weil unsere Fahrstraße gelegt ist. Aha. Denn der wird dann vermutlich hier einmal so und dann zack hier rüberfahren. Ah, okay, dann sollten wir jetzt mal nicht zu viel Zeit verlieren. Aber wir können fahren, ne? Ja, können wir. Okay, dann Bremsen lösen.
Heimatleistung raus. Nochmal hier den Kopf rausstrecken. Da ist auch unser Ersatzsignal. Also was sehen wir denn hier? Tankfüllung. Aha, aha. V ist, V soll. Kühlwassertemperatur. Sehr schön. Na, so. So. Wir sind jetzt bei 19 km/h. Theoretisch müsste das dann klappen, wenn wir mit PZB-Befehl 40 da drüber fahren. Ohne das Netz, ohne dass wir eine Zwangsbremsung bekommen. Wir können da vorne sehen, ob es aufleuchtet, glaube ich. Aber ein bisschen langsamer fahren. So. Und jetzt theoretisch mit Befehl 40 dran vorbei. Keine Ahnung, ob es geklappt hat. Oh, wir sind aber jetzt ziemlich schnell. Ich fand es schon fast zu schnell. Ah, es geht ja auch ordentlich bergab. Kein Wunder. Und dann einmal hier vorne drauf. Aufs Gleis. Die Schwerkraft hilft mit. Und perfekt. Jawohl. Was jetzt? An einem Ort. Wie lange geht das denn bitte noch? Das ist jetzt die letzte Aufgabe. Da vorne sollen wir anhalten. Okay, gucken wir auf die Karte. Ah, schau an. Der darf jetzt fahren. Das gucken wir uns jetzt erstmal an. Der darf jetzt fahren. Ich wäre jetzt ehrlich gesagt recht straight gefahren, wir haben keine. Wir haben kein Signal, das uns aufgehalten hätte. Ne? Oder? Gucken wir mal, was passiert, wenn ich den Fahrtrichtungswender. Nein, stehen bleiben. Stehen bleiben. Fahrtrichtungswender in Fahrtstellung packe, dann. Ja, jetzt haben wir auf jeden Fall grün. So. Ich muss eigentlich kaum Leistung aufschalten, dann fahren wir gleich schon von alleine mehr oder weniger los. Können wir unseren Helm wieder hier zurück deponieren? Nein! Ich wollte nur den Helm da wieder zurück. Ja, jetzt ist unser Lok aus. Dann haben wir das jetzt auch mal gemacht. Anfängerfehler. Fahrtrichtung sein, das in Vorstellung passt. Lassen wir den Helm einfach auf. Zum Sprechen, Sprechtaste. Was davon ist die Sprechtaste? Das hier, ne? Hallo, ich hätte gerne. Ich würde gerne sprechen. Ich würde gerne einen Kaffee. Ja. So, das passt alles. Vom Fahrweg her.
Wir hätten jetzt auch eigentlich wieder den Rangiergang einlegen können. Sind immer noch im Streckengang unterwegs. Eigentlich unnötig, dass wir die ganze Zeit im Streckengang unterwegs waren. Gut, hätte man. Dafür ist es jetzt auch ein bisschen zu spät. Fahren wir mal ein bisschen schneller. Wir haben noch ein bisschen Weg vor uns. Anhalten, weil die vorne geht es nicht mehr unendlich lange weiter. Da wartet nämlich der Puffer auf uns. Der Prellbock. So. Gut. Ich danke euch ganz, ganz herzlich fürs Zusehen. Ich hoffe, dass ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Macht es gut. Tschüss und auf Wiedersehen.